So, herzlich willkommen zum Märkte am Morgen. Jetzt hatte ich fast Opening Bell gesagt, aber so weit ist es ja noch nicht. Es sind die Märkte am Morgen und wir wagen einen kleinen Rückblick auf das gestrige Handelsgeschehen und natürlich den Ausblick auf den Handelsstart im DAX gestern an der Wall Street. Naja, ein bisschen durchatmen war angesagt, nachdem wir ja am Tag zuvor eine hervorragende Kursentwicklung gesehen hatten. Jetzt gestern weitere Erzeugerpreise, die ebenfalls unter den Erwartungen lagen. Das heißt, die Inflation bewegt sich weiter in die richtige Richtung, nämlich nach unten. Das nimmt den Druck von der amerikanischen Notenbank. Ja, aber die Anleger sind jetzt ein bisschen an die Seitenlinie zurückgekehrt, liebe Kübra. Dir einen schönen guten Morgen in Frankfurt. Ja, der DAX zuletzt sehr stark gewesen. 1000 Punkte in den vergangenen Wochen, die wir hingelegt haben. Wie geht's heute weiter? Guten Morgen, Martin. Ja, genau. Also vor drei Wochen haben wir eigentlich noch darüber gesprochen, ob die 15.000-Punkte-Marke hält im deutschen Leitindex. Und heute steuern wir eigentlich schon auf die runde 16.000-Punkte-Marke zu. Also fast zumindest. Gestern lag der Schlusszählerstand bei 15.748 Punkten. Das war ein Plus von 0,9%. Vorbörslich legt der deutsche Leitindex nur einige wenige Punkte zu. Also auch hier die Anleger etwas am Verschnaufen. Frischen Wind dürften dann die Zahlen von Siemens bringen. Siemens hat nämlich einen Rekordgewinn vermeldet, ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich und blickt auch noch optimistisch in die Zukunft. Weitere Details dazu hat unsere Kollegin Marion Schlegel in ihrem Artikel zusammengefasst auf der Aktionär. Du hast es schon gesagt, an der Wall Street gestern auch etwas Zurückhaltung. Der Dow Jones hat noch mal 0,5% zugelegt, im S&P 500 und beim Nasdaq war nicht allzu viel los. Heute bekommen wir aber auch einige Unternehmensdaten aus den USA, so zum Beispiel die Zahlen von Walmart, aber auch einige Konjunkturdaten. Ich habe mal die wichtigsten zusammengefasst. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wie jeden Donnerstag, die Import- und Exportpreise für den Monat Oktober, den Philadelphia Fed Index für den November und die Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung. Da sprechen wir dann später in der Opening Bell drüber, die konntest du ja schon kaum erwarten. Und in der Zwischenzeit haben wir drei Sachen im Fokus. Erstmal, was sagen Christine Lagarde und ihre Kollegen? Die werden sich nämlich heute zur Geldpolitik in der Eurozone äußern. Außerdem die Bayer-Aktie. Es wird nämlich über eine erneute Zulassungsverlängerung für Glyphosat abgestimmt. Da schauen wir, was sich ergibt. Wie gesagt, die Bayer-Aktie im Fokus und außerdem noch den Haushaltsausschuss des Bundestags haben wir im Fokus. Der berät nämlich heute über das Etat für 2024. Ja, genau. Über irgendwas werden Sie vermutlich beraten, denn das ist Ihr Job. Okay, also wir haben ein bisschen was zu verarbeiten. Bayer, das finde ich interessant mit Glyphosat. Und ansonsten warten wir mal, was der Tag so bringt. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Vormittag in Frankfurt. Danke dir für den Überblick und wir schauen jetzt mal ein wenig zurück. Ein wenig in die Vergangenheit. Ne? Gestern Abend, also, hatte zwischenzeitlich mal ein bisschen besser ausgesehen, aber wir wollen hier jetzt auch nicht kleinlich sein. Die vergangenen Wochen, wie gesagt, sind wirklich richtig gut an den Märkten gelaufen. Und vor allen Dingen Technologie hat ja gleich zweistellig zulegen können. Also der Dow Jones, das war jetzt ein bisschen schnell. Ein bisschen weniger im Plus, aber ist egal, wir können jetzt auch ihr dürft jetzt gerne weiter auf Asien schalten, weil ich glaube, das ist jetzt momentan tatsächlich dann das Aktuellere. Genau, vielen Dank. Also wir sehen an den asiatischen Handelsplätzen genau das Gleiche, was wir jetzt gestern in den USA gesehen haben. Die Anleger, die sich erstmal zurückziehen und sagen, dann warten wir doch jetzt mal, wie es weitergehen könnte. Denn eigentlich so der Tisch ist gedeckt für die Notenbank und jetzt warten wir mal, was die Guten dann sagen werden. Übrigens Joe Biden und sein chinesischer Kompagnon, hätte ich fast gesagt, aber Xi Jinping, die sind momentan am Reden. Und das ist gut, wenn die beiden Großmächte miteinander sprechen. In den vergangenen Monaten waren ja immer mal wieder im Austausch US-Delegationen, die nach China gereist sind. Jetzt treffen sich also die beiden Staatsführer. Und interessant ist dabei eigentlich, dass es diesmal auch um Militär geht. Also um das Militär geht, weil die Streitkräfte waren bisher ausgeklammert gewesen. Und da war zuletzt die Beziehung doch ziemlich runtergekühlt. Also jetzt hier ebenfalls weitere Gespräche. Es geht auch um Drogen. Ich hoffe nicht um die Anwendung, sondern um die Vermeidung. Aber das werden wir sehen. Wie gesagt, sie reden miteinander. Das ist positiv, hat aber keine positiven Effekte momentan eben auf die asiatischen Börsen. Da sind die Anleger einfach im Show-Me-Mode. Die Renditen gestern nochmal einen kleinen Schnaps zurückgekommen. Sie sehen es knapp unter der 4,5%. Prozentmarke liegen wir momentan. Was war passiert? Ganz interessant eigentlich, nach den Erzeugerpreisen, die ja schwächer ausgefallen waren, sind die plötzlich trotzdem gestiegen, weil die Einzelhandelsumsätze ein bisschen stark gewesen sind und das wird jetzt momentan gegeneinander aufgewogen und
da schauen die Anleger jetzt, was sie eben draus machen können. Aber prinzipiell von der Seite jetzt gerade kein Störfeuer zu erwarten. Kübra hat es gesagt, der Dow immerhin um 0,5% gestiegen. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass die überwiegende Zahl der Dow-Mitglieder im Plus geschlossen hat. Nämlich 22:8, das ist ein ganz gutes Verhältnis. Und Disney, die waren erneut stark gefragt. 3% ging es hier nach oben. Das sind immerhin schön 20 Pünktchen gewesen, die man da einzahlen konnte. Gefolgt von Intel, die ebenfalls gefragt waren auf der Rückseite Salesforce. Aber das war relativ wenig. Das war marginal, was hier verloren wurde mit 0,8. Disney, Sie sehen es. Wir hatten ja drüber gesprochen, mit einer Basis, die man im Bereich 80 in etwa einziehen könnte. Jetzt stehen wir bei 93. Ich bin durchaus der Meinung, das ist vertretbar. Jetzt vielleicht natürlich sehr, sehr schnell für so ein großes Unternehmen und vor allen Dingen für so ein etabliertes Unternehmen aus dem Dow. Sehr, sehr schneller Kursanstieg. Aber man darf auch nicht vergessen, es ging Monate zuvor immer nur nach unten. Alles, was sie gemacht hatten, war schlecht. Jetzt mit den Zahlen kommt so ein bisschen Erleichterung. Ich glaube schon, dass man davon sprechen kann. Die großen Sparprogramme, trotzdem noch das Parkgeschäft, das gar nicht so schlecht läuft. Und die Aussichten, dass Streaming eben irgendwann profitabel wird. Jetzt kommt dazu, dass wieder Content produziert werden kann. Da gab es ja wochenlang, monatelang, haben ja da die Autoren und die Schauspieler gestreikt. Also jetzt kommt neuer Content rein. Also schon Bewegung, aber Sie sehen es auch. Wir sind natürlich durch diesen mittelfristigen Abwärtstrend durch, aber wir haben hier durchaus im Bereich 95 Dollar eine relativ zähe Hürde, die oder üppige Hürde, hohe Hürde? Wir machen eine hohe Hürde, ja, über die es jetzt zu überspringen gilt und dann in den Bereich 100 Dollar rein. Ob es klappt? Wie gesagt, fundamental gibt es das her, die Story meiner Meinung nach auch. Vielleicht kann man hier noch ein, zwei Tage mit etwas schwächenden Kursen abwarten, aber ich glaube, da bietet sich ein Einstieg durchaus an. Dasselbe gilt für Palo Alto, auch wenn die gestern nach Handelsende erstmal eine mitbekommen haben. Die Zahlen fürs letzte Quartal sind gut ausgefallen. Umsatz und Gewinn über den Erwartungen. Der Ausblick ist gut gewesen. Woran sich die Anleger gestört haben, waren die Billings. Also letztendlich die wichtigste Kennziffer oder nach Ansicht der Börsen die wichtigste Kennziffer, die ja eigentlich nur fortschreibt, was mit den Umsätzen, also was für Umsätze in der Zukunft zu erwarten sind. Und da hat sich das Unternehmen hat sich zweierlei geäußert. Und das fand ich wichtig und das ist auch der Grund, weshalb es dann hier so im weiteren Verlauf dann unsere Nacht, ja, später Abend an der oder später Nachmittag an der Wall Street, weshalb es hier schon wieder ein bisschen deutlicher nach oben ging. Der Unternehmenschef hat sich geäußert und hat gesagt, Punkt A, die Billings sind für uns nicht die relevante Größe. Also sie zeigen eigentlich nicht so richtig, wie bei uns das Geschäft läuft. Sie haben eine andere Kennziffer etabliert, von der sie glauben, dass sie ganz einfach ein besseres Bild liefert. Und diese Kennziffer, natürlich könnte man sagen, oh, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, aber in dem Fall macht das offensichtlich Sinn und diese Zahlen zeigen durchaus weiter, dass das Unternehmen weiter deutlich wächst. Interessant fand ich aber die andere Aussage. Er sagt, wir sehen unglaublich viele Cyberangriffe momentan und wir haben eine enorme Nachfrage nach entsprechenden Produkten. Und Palo Alto ist mit seiner Plattformtechnologie genau zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt am richtigen Ort. Und es geht momentan bei den Kunden offensichtlich darum, soll gleich gekauft werden, also sollen gleich die entsprechenden Produkte gekauft oder gemietet werden, sollen sie finanziert werden in Zeiten steigender Zinsen. Und wenn Sie das Ganze auf Konzernebene sehen, dann sind das natürlich größere Beträge. Dann geht es darum, wird finanziert, wie wird finanziert, über welchen Zeitraum und so weiter und so fort. Welche Produkte werden eigentlich eingesetzt? Also die Nachfrage ist enorm, genau das hat er gesagt. Und jetzt glauben wir dem guten Mann einfach mal, weil es gibt genügend andere Statistiken, die das untermauern. Und dann glaube ich, dass hier nur Kursrücksätze absolut eine Chance bietet bei einem wirklich guten, coolen Unternehmen mit einer coolen Investment-Story auch mal vielleicht zu einem etwas günstigeren Preis reinzukommen. Also machen Sie sich da nicht allzu viel Gedanken, sondern hoffen Sie tatsächlich mal drauf, dass wir eine Abkühlung sehen. 2,56, ja klar, Sie sehen es. Müssen wir jetzt mal den heutigen Tag abwarten. Ist natürlich nicht so schön ein Doppeltop, das mag man nicht so gerne im Chart sehen, aber ich sage gerade, vielleicht ergibt sich tatsächlich mal die Möglichkeit, da zu einem etwas günstigeren Kurs reinzukommen, denn manchmal ist es auch ganz gut, wenn die Kurse zurückkommen. Der DAX, ich habe es gerade gesagt, 1000 Punkte in ein paar Handelstagen, die wir da gemacht haben, bisher sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe mir natürlich mal angeschaut, oh, die 200-Tage-Linie, die haben wir da aber mal schnucklig direkt hinter uns gelassen. So,
Schauen wir es uns nochmal an, genießen den Anblick, hoffen, dass es so weitergeht. Und von mir aus kann das jetzt auch ein oder zwei Tage erstmal auskonsolidieren, damit die Anleger eine neue Idee davon bekommen, in welche Richtung das gehen könnte. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, Mensch, welche Unternehmen haben sich denn am besten entwickelt seit Quartalsanfang, also seit Anfang Oktober. Klar, Rheinmetall. Aber auch eine Zalando, das ist auch ganz interessant. Und Vonovia nach den Anstiegen, die wir jetzt in den vergangenen Tagen gesehen haben. Und tatsächlich muss man sagen, zumindest bei Sartorius der Verlust ein wenig eingegrenzt. Kübra hat es gerade angesprochen. Wir haben für Sie natürlich die Zahlen, das Rekordergebnis von Siemens online schon verarbeitet. Können Sie auf der Aktionär.de sehen. 2024 wird ebenfalls ein schönes Jahr, also nach Ansicht von Siemens. Aber es wird nicht mehr ganz so wachstumsstark werden. Sie haben tatsächlich schon mal ihre Wachstumsziele ein bisschen angepasst. Der Umsatz wird etwa 4-8% wachsen. Erwartet worden waren 4,5%, aber das ist natürlich jetzt nichts im Vergleich zu 2023. Da sind die Umsätze knapp zweistellig nach oben gelaufen. Interessant finde ich beispielsweise, vielen Dank, liebe Regie, Sie sehen es, da ist schon was drauf, mehr Dividende und es gibt ein Aktienrückkaufprogramm, 6 Milliarden Euro sind hier geplant und das könnte den Kurs natürlich weiter antreiben. Und jetzt kommen wir ganz kurz, ich habe schon wieder vergessen, mein Handy lautlos zu stellen. So, kommen wir ganz kurz nochmal zum Chart. Sie sehen, 140 ist relevant. Ja, 140 Euro Marke, die muss geknackt werden und dann kann es hier weiter nach oben gehen. Und die Zahlen geben vielleicht den richtigen Startschuss oder den entsprechenden Startschuss. HelloFresh, da müssen Sie sich auch keine Gedanken machen, das dürfte jetzt erstmal eine Etage tiefer sich ansiedeln. Was ist passiert? Das Unternehmen hat gestern gewarnt. Und genauso wie ich es Ihnen bereits gesagt hatte bei C-Limited, ja, das ist jetzt eine ganz andere Ecke, auch regional und auch ein anderes Geschäft, aber es ist dasselbe Prinzip. Wenn ich Ende Oktober meine Prognosen nochmal bestätige und wenige Tage später eine Warnung ausspreche, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Anleger sich ein wenig veräppelt vorkommen, um es vorsichtig auszudrücken. Die Glaubwürdigkeit wird leiden. Das ist tatsächlich das, was einer der Händler gesagt hat. Ja, so könnte man es natürlich auch nett umschreiben. Aber ich glaube, dass sich die Anleger hier wirklich verhoben fühlen und dass es eine erhebliche Konsequenz haben wird, was den Kurs betrifft. Und da ist ordentlich Schaden angerichtet worden, vor allen Dingen vom Image her. Dass das Unternehmen unter Umständen Probleme kriegen könnte, das war klar. Wir befinden uns in einer Zeit hoher Preise. Jetzt haben sie offensichtlich im US-Geschäft, es fängt nicht so schnell das Laufen oder kommt nicht so schnell ins Laufen, wie man sich das vorgestellt hatte. Es gibt offensichtlich irgendwo Probleme auch in den Lieferketten. All das mag durchaus sein, aber wie gesagt, zwischen Prognosebestätigung und einer Warnung und da wenige Tage dazwischen fragt man sich natürlich auch, ob man das nicht hätte sinnvoller lösen können. Hätte man auf jeden Fall sinnvoller lösen können, sie haben sich dagegen entschieden. Ziconomy, interessantes Gerücht gestern, Sie sehen es, dass der Kurs gestern ordentlich angesprungen ist. Da ging es um 17% nach oben, was ist passiert? JD.com soll angeblich, JD.com, das ist einer der größten E-Commerce-Plattformhändler in China, und der soll angeblich Interesse an einem Anteil, an einer Beteiligung von Ziconomy haben und deren Anteilseigner, Haniel beispielsweise, die könnten durchaus versucht sein, hier auch einen Anteil abzugeben. Ist momentan noch in der Schwebe. Die Gespräche, Sondierungsgespräche sollen laufen. Hat auf jeden Fall schon mal kräftige Kursauswirkungen auf die Ziconomy-Aktie. Es ist vielleicht mal ein Blick wert, wenn man das ganze Thema ein bisschen spekulativer angehen will. Zalando, ich hatte ja schon gesagt, jetzt einer der besten Werte seit Quartalsbeginn, wobei, das sieht man hier immer kaum. Ne? Man darf aber auch nicht vergessen, das ist 20, das ist 24, das sind 20%. Ja, da muss ich nicht, ja, dafür muss ich nicht studiert haben. Also das kriege ich auch gerade so noch raus. Analysten haben jetzt tatsächlich gesagt, das Chance-Risiko-Verhältnis bei Zalando auf dem aktuellen Niveau ist eigentlich sehr attraktiv. Viele der Risiken und der negativen Einflussfaktoren, die jetzt aus der Wirtschaft kommen, also aus dem Alltag natürlich auch der Kunden kommen, die sind mittlerweile verarbeitet und eigentlich ist das Chance-Risiko-Verhältnis relativ gut und von daher könnte man hier noch weitere Kursanstiege erwarten. Bei K+S wiederum sind Analysten heute Morgen eher negativ unterwegs gewesen, haben sich negativ geäußert. Das könnte die Aktie hier nach dieser kleinen Erholung doch etwas deutlicher unter Druck bringen. Also es gibt durchaus an der Nebenseite noch so ein paar kleine Schauplätze, die kann man sich anschauen, ein paar interessante Geschichten. Siemens wird heute sicherlich spannend werden, HelloFresh wird ganz bestimmt spannend werden, Palo Alto könnte spannend werden. Also es gibt schon so ein paar Dinge, auf die man achten sollte.
Ja, und wir sehen uns wieder um 14:40 Uhr dann mit der US-Vorbörse. Mal schauen, wie die Amerikaner drauf sind. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.